Hi Keito, wie waren deine ersten Tage in Berlin? Berlin に来て最初の数日間はいかがでしたか？そうですね、本当に時差もなかなか大変で、あとは気温だったり気候だったり、まあ言葉とかも難しかったですけど、まあチームの人みんな優しくて、こう分からないなりにも自分に伝えてくれて、すごい自分としてはこうありがたかったです。Ja, zunächst der Jetlag war schon ein bisschen anstrengend, dann die Hitze und natürlich, dass ich Sprache noch nicht verstehe. Aber die Jungs hier im Team haben mich super aufgenommen und haben also auf mich zugeredet. Und ohne, dass ich jetzt alles verstanden habe, habe ich aber die Freundlichkeit natürlich wahrgenommen. Gestern war dein erstes Spiel. Wie war das für dich? 昨日初出場ということですけれども、いかがですか、感想は。そうですね、まあ、練習もなかなか怪我をしてて入れなかった中で、少ない練習の中での実戦だったんですけど、まあ、もうちょいとやれるかなとは正直思いましたし、もっともっと球際の部分だったり切り替えの部分を早くしないといけないかなと思いました。 Es ist ja so, dass ich durch die Verletzung erst recht spät ins Mannschaftstraining eingestiegen bin, so deswegen hatte ich jetzt nicht so viel trainiert vor dem Spiel. Und ich konnte vielleicht so mit dem Ball ein bisschen mehr machen, ein bisschen vielleicht früher umschalten und so weiter. Aber insgesamt ja, bin ich nicht unzufrieden mit meiner Leistung. Was hast du dir für die Saison vorgenommen? Konkino, Mokyo wa nan desu ka? So desu ne. Mazu wa shikkari to chiimu no senjutsu dattari, soui mono wo shikkari iikai shite, ma hontou ni jibun wa kekka wo motomerarete koko ni kiteru to omotteru node, soui imi de 目標、そうです。2桁ゴールをじゃあでかく出て目標っていうことで。Ja, erstmal ist es wichtig, dass ich natürlich die Spielphilosophien hier, die Taktiken natürlich ja, verinnerliche. Und dann will ich natürlich den Forderungen entsprechen oder den, dass ich hier auch wirklich Ergebnisse erzielen soll. Dafür bin ich ja quasi hier und ja, Ziele, sage ich einfach mal zweistellig. Ich gehe mal so ein bisschen, ja, selbstbewusst daran. Okay, ich sage mal an zweistelligen Toren beteiligt. Okay, also inklusive natürlich Assists und aber auch vielleicht selber schießen, mindestens 10, das wäre mein Ziel. Vielen Dank. Vielen Dank.